Hallo und herzlich willkommen, liebe Meute auf YouTube, zu einer neuen Folge von World of Warcraft Classic Hardcore. Live im Stream. Ich habe es gerade schon gesagt, wir können leider nichts Neues Alchemisches lernen, keine neuen Alchemierezepte oder sowas. Wir müssen hier noch ein bisschen weitermachen bis 50. Aber wir können mit Apothekermeister Was Farinell ist? sprechen. Seid gegrüßt, Schamane. Was wollt ihr von der königlichen Apothekervereinigung? Wie gut, dass Apotheker Renferel euch zu mir geschickt hat, Scroll. Diese Probe werden sich als durchaus nützlich für unseren Zweck erweisen. Ich werde gleich damit anfangen, ihre toxische und verseuchte Eigenschaft zu untersuchen. Ihr könnt der königlichen Apothekervereinigung noch weiter zum Dienst sein, Scroll. Als Arugal seine elenden Zauber über den Wald gelegt hat, verfluchte er eines unserer vielen versprechendsten Mitglieder, Apotheker Berhard. Okay. Als hirnloser Diener von Arugal ist Berhard jetzt für uns nutzlos, aber seine Erkenntnisse könnten sich als wertvoll erweisen. Er untersucht eine längst vergessene Seuche, die vor Ewigkeiten einmal alles Leben im Lordamersee getötet hat. Bergt Berards Tagebuch aus einem Studienzimmer im Gasthaus von Pyrewood und bringt es zu Sie Apotheker quisselt etwas. Renferel. Alles klar. Gut. Wir gehen jetzt also hier mal raus. Wir haben ja auch keine weiteren Quests. Also wir könnten ja natürlich ein bisschen was abgeben. Aber wir laufen jetzt hier rüber nach Brill. Werden hier in Brill den gravierten Ring abgeben. Laufen dann weiter, den Captain machen wir nicht, Leute. Das ist ein zu großer Aufwand, würde ich mal behaupten. Laufen dann weiter wieder zum Flugpunkt, beziehungsweise zum Zeppelinmeister. Und gehen dann wieder zurück ins Brachland. Nein, halt, müssen wir gar nicht machen. Wir können einfach unseren Ruhestein benutzen. Das sollte ja noch in Crossroads gebunden sein. Ja, sehr schön. Das heißt also, da haben wir eigentlich gar keine Probleme, sondern wir können wirklich einfach direkt nach Crossroads rübergehen. Aber ich möchte trotzdem erstmal noch kurz nach Brill, um die Quest abzugeben. Oder sie ist ab Level 16. Ah. Ne, wisst ihr was? Wir machen das sogar komplett anders. Machen wir das komplett anders? Jetzt kommen halt natürlich die großen Fragen auf. Weil meine Überlegung ist gerade, war ich denn jetzt schon beim Lehrer? Oder nicht? War ich schon beim Lehrer für meine neuen Talente? Das ist halt echt eine Sache, die sollte ich wissen. Ich glaube, das würde ich sogar. Nee, ich meine nicht den Archi-Lehrer Sascha, erstmal schön, dass du da bist, Grüße. Sondern den Shami-Lehrer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Level 16 das letzte Mal dort war oder mit Level 14. Deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich gerade, das abzuschätzen. Okay, wir warten mal. Okay, irgendwie ist gerade ein Sub reingekommen, aber nichts meiner Programme zeigt irgendwas an. Oh no. Okay, große Angst. Ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren, dass ich hier drin nicht sterbe. Okay, wir haben alles geschafft. Irgendwie hat keins meiner Programme reagiert. Du geheimnisvoller Mensch da draußen, der mir gerade einen Sub da gelassen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es sowas inzwischen wie Invisible Subs oder sowas? Oder dass du halt sagst, hey, ich subbe für unbekannt oder so? Gibt es das? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt kurz die Quest abgeben, dann nach OG fliegen, mit dem Zeppelin zum Lehrer gucken und dann geht es weiter. Kane, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Grüße. Ah, für ihn muss ich ja immer winken, gell? Hallo, Kane. Ah ja, ich hab die Tools halt gerade nicht offen, deswegen kann es sein, dass es das halt dann dementsprechend nicht angezeigt wird, aber ist ja auch nicht so schlimm. Gut, ich hätte mal gesagt, dass ich gleich mal die Quest da hinten abbreche, die mit dem, wie heißt sie denn nochmal? Das hier kann ich auch abbrechen. Also,
Krieg mit dem scharlachroten Kreuzzug schmeißen wir direkt mal weg. Durotar ist halt auch so eine Sache, die ich weiß nicht, ob ich die wirklich noch machen sollte. Krieg mit dem scharlachroten Kreuzzug. Ich meine, das ist nicht kompliziert oder sonst was, aber der Weg ist halt einfach das Ganze wirklich nicht wert, wenn wir ehrlich sind. Guck mal, wie viel hier los ist einfach in Brill. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wirklich cool. Achso, das war die Quest, die ich gerade weggeschmissen habe. Die nehme ich jetzt nicht nochmal direkt an. So. Also, werter Herr Magistrat Servan, was kannst du mir denn sagen? Hallo Scroll, was führt euch nach Brill zurück? Vor nicht allzu langer Zeit lebt in Brill eine Delia. Sie wurde im Massengrab beigesetzt, aber wenn das, was ihr sagt, zutrifft, dann müssen die Modofell-Gnolli ihre Leiche gestohlen und in den Silberwald gebracht haben. Die Modofelle müssen wie alle Teile der Geißel vernichtet werden. Ich vertraue darauf, dass ihr darauf hinarbeitet. Delia hatte einen Ehemann, Raleigh, der nun in Under City sein Zuhause hat. Wenn die Delia, die in Brill wohnte, die ist die Ring gehört, dann sollten wir das ihn wissen lassen. Handwerksviertel in Under City. Wir laufen da jetzt nicht nochmal rein. Wir kommen nachher sicherlich nochmal nach UC zurück oder in den kommenden Tagen. Sonst würden wir den Weg jetzt einfach 5-mal machen. Gott sei Dank ist es hier nicht so wie bei Skyrim, wenn du ein Hühnchen tötest, dass du die komplette Stadtwache auf dich holst. Das wäre halt auch mal super lustig. Genau, und wenn wir dann in OG sind. Oh, ich hätte in UC. Haben wir in Under City, glaube ich, schon die Waffen alle gelernt, gell? Ich kann auch Schwerter und. Nee, Schwerter kann ich, glaube ich, gar nicht tragen, aber irgendwelche anderen Sachen kann ich inzwischen tragen. Okay, du müsstest der nach Ogrimmar sein. Yes, Zeit ist Geld. Aber kannst du mir sagen, wo er ist? Nee, kannst du mir nicht sagen. Bleibt gut drauf! Oh, die heißen beide Zeppelinmeister Ogrimmar. Interessant. Schlingtontal ist das ja. Okay. Gut, dann haben wir das alles auch geklärt. Gut, dann müssen wir jetzt hier mal kurz warten, bis der Zeppelin losgeht. So, und damit sind wir jetzt endlich unterwegs. Ein DK, den dicken Krieger. Das habe ich ja noch nie gehört, ey. Das ist ja. Leute, hier sind die Thumbnails ja wirklich heute vorprogrammiert, hey. Friends forever. Und ihr kriegt hier von mir. Oh nein, ich kann gerade nicht schreiben, wenn ich da drin bin. Ungültiges Ziel. Nee, Death Knight. Für WoW, WOTLK. Aber das sind alles noch Überlegungen, die dann dementsprechend auch mit den Leuten auf YouTube getätigt werden. Aber schön, dass du da bist, Youngbi. Ich hoffe, dir geht's gut. Erstmal noch einen dummen Witz schreiben, weil er ein Untoter ist. Dann gehen wir mal los. Oh, sollte ich nicht langsam mein Wolf lernen? Mein Spektralwolf? Muss ich mal ganz kurz schauen, was wir hier reinschreiben. Okay, nice. Ich dachte, ich sollte irgendwann mal den Spektralwolf auch lernen.
habe ich halt noch gar nicht. Das ist halt, Schamane kann so cool sein, weil du halt auch mitten ein eingebautes Fortbewegungsmittel und alles hast, aber du musst es halt auch erstmal kriegen und das dauert halt erstmal seine Zeit. Boah, je, ist halt wirklich. Es ist inzwischen so viel los, einfach in WoW, HC, das ist so schön zu sehen. So, und dann rennen wir jetzt kurz zu Thrall. Gott, das war so schlimm. Kleine, kurze Ausflug in mein Privatleben jetzt. Meine Freundin und ich haben uns vor kurzem, ich glaube irgendwie vor drei, vier Tagen oder sowas, haben wir uns den Warcraft-Film angeguckt. Kann ich hier nochmal aus... Ne, hier konnte ich nicht langlaufen, gell? Doch, hier konnte ich langlaufen, glaube ich. Ja, genau, du kletterst hier hoch und dann kannst du da weiterlaufen. Genau, wir haben uns den Warcraft-Film angeguckt. Und... Ja, ich muss schon sagen, kann man hier oben raus? Ne, oder? Hier oben ist dicht. Ne, ich muss außen... Ich dachte schon, ich stecke jetzt hier fest. Und ich muss ja schon sagen, also der war ja auch schon so ziemlich mittelmäßig, ne? Also, ich muss hier irgendwie hoch können. Bin ich gerade blöd? Ach komm, wir gehen jetzt einfach durch den Turm da hinten hoch und fertig. Also der war ja schon nicht so gut. Ich fand ihn tatsächlich relativ cool als jemand, der so ein paar Gimmick-Sachen erkannt hat halt aus WoW und halt auch ein bisschen die Vorgeschichte kennt, die Grundcharaktere kennt wie Medivh und Khadgar, dann das kleine grüne Ork-Baby und so weiter und so fort. Natürlich unser guter Thrall. Deswegen habe ich es auch so ausgesprochen. Und ja, halt so ein bisschen die Vorgeschichte halt auch von Dennis so vor Filmen zu sehen. Aber ansonsten war der Film halt. Meine Freundin, sie hat ja auch WoW gespielt, so teilweise. Zumindest halt. Sie hat halt in Shadowlands erst wirklich angefangen, hat ein bisschen mit mir gespielt. Aber da kriegst du ja auch nicht so wirklich was von der Story mit. Und ich muss halt schlicht und ergreifend sagen, für jemanden, der halt keine Ahnung hat, worum es eigentlich in dieser Geschichte geht, für den war es eigentlich nur ein okayer CGI-Film. Also anders kann man es ja eigentlich fast nicht ausdrücken. Er war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht wirklich so, also lieber wäre es mir gewesen, wenn sie echt sowas gemacht hätten, wie dass sie so wie das von Battle for Azeroth das Ganze aufgezogen haben. Oh, ich kann wirklich Sachen lernen. Giftung heilen, Geist der Ahnen, das können wir direkt mal vergessen. Waffe des Felsbeißers 3, Blitzschlagschild und Erdschock. Das heißt also, habe ich schon Vergiftung heilen? Nein, okay, wie? Ich habe inzwischen ein Gold. Das heißt also, wir können uns hier echt einiges leisten. Das nehme ich mit und Giftung heilen. Ich habe den Shit der Ahnen jetzt natürlich mitgenommen. Weil ich zu viel Geld habe wohl scheinbar. Mann, genau das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich dachte, ich habe Vergiftung heilen. Ja, Geist der Ahnen bringt mir halt natürlich viel. Vergiftung heilen ist das hier jetzt endlich. Dann habe ich jetzt endlich den richtigen Spell hier drauf auf meiner Taste. Kloni, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine 27 Monate. Ach, das ist quasi ein dedizierter HC-Server. Nein, nein, nein. Es ist so, es gibt von Blizzard keine HC-Server. Deswegen haben sich die Leute gesagt, hey, wir suchen uns den RP-Server hier aus und die meisten Leute, die hier halt rumrennen, haben sowieso das HC in ihrem Namen drin. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die es nicht haben, aber du gehst eigentlich in die HC-Richtung, wenn du dir das Addon halt runterlädst. Classic Hardcore. Und darüber wird es noch ein Video geben auf meinem YouTube-Kanal, aber das ist halt eigentlich dieses, das brauchst du, um halt Hardcore zu spielen, ansonsten kannst du halt nur für dich selber die Challenge halt so in Anführungszeichen machen. So, und damit können wir jetzt den Ruhestein benutzen. Möchte ich mir noch eine Waffe kaufen? Ich glaube, ich gucke mich mal nochmal ganz kurz um hier hinten, ob ich mir eine Waffe kaufen möchte.
Das wäre ja halt prinzipiell schon eine ganz angenehme Sache. Oder allgemein ein bisschen Lederrüstung oder sowas. Weil langsam ist mein Zeug hier halt echt nicht mehr so gut, was ich dabei habe. Das heißt also, wir gehen jetzt hier mal noch kurz ins Tal der Ehre. Gucken mal, ob wir da irgendwie noch was finden. Das ist zum Beispiel mit einer der Hauptgilden hier auf der Hordenseite. Victory or Death. Harnische sollte... Könnte Leder sein? Bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich hier Lederrüstung kriege. Wie kann ich euch helfen? Das wäre zum Beispiel... Das wäre halt richtig geil für mich. Level 17, 77 Rüstung. Es sind halt 22 zusätzliche Rüstungen. Also das halten wir mal uns im Kopf, dass wir da ein gutes Harnisch zum Kaufen haben. Du bist hier Bergbau, Meisterschmied, hier sind wir richtig. Hier kann man auch, glaube ich, die Waffensachen dann lernen später. Hier sind die Ingenieurssachen. Genau, hier legendäre Waffen. Ihr seid aber alle nur die Lehrer, gell? Wie viele Orks hier? RIP. Dumbledore, der Krieger hier. Eine einzige arbeitet hier an einem viel zu großen Amboss und der Rest steht einfach nur daneben. Okay, wie sieht es denn bei dir aus? Ich könnte mir einen Spaltbeil kaufen für Level 15, das 9,1 Schaden macht. Das wären halt 3 Schaden mehr. Das sind alles Beidhänder. Stäbe sehe ich mich halt auf dem Charme wirklich gar nicht. Okay, ein Dolch, hat er auch Schwerter. Der hatte, genau, hier habe ich die rechthändige Messerschlagring. Und ich kann halt keine Schildhand tragen. Zweihandwaffenhändler, Waffenmacher. Gibt es noch einen anderen Lederrüstungshändler? Oh Gott, meine Stimme. Das wäre halt die Frage, weil, ich meine... Benötigt Stufe 6. Benötigt Stufe 2. Was sagst du mir denn? Ich hätte gerne mal ganz kurz einen... Kann ich das hier nicht suchen? Okay, da müssen wir wohl doch uns umschauen. Bergbaulehrer... Aber der müsste eigentlich... Es gibt doch den Handel... warte mal, es gibt nur das Tal der Ehre. Tal der Ehre oder das Tal der Stärke? Ich glaube, wir müssen ins Tal der Stärke gehen. Hier ist das Waisenhaus. Ne, im Waisenhaus kann ich, glaube ich, nichts kaufen. Angeln. Also ich möchte mir jetzt eigentlich nicht den Harnisch hier vorne kaufen, weil der ist halt eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, nicht so cool. Halle der Kriegerhelden, da wollen wir gar nicht rein. Gibt's hier hinten noch einen Laden? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war halt in Orgrimmar noch nie, um mir hier ist ein Bogenhändler, um mir irgendwelche Rüstung zu kaufen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist eigentlich immer so ein Thema, das ich echt umgehe. Also, dass du Platte im Plattendistrikt kriegst, das ist natürlich logisch, aber irgendwie so das Lederzeug müsste es ja eigentlich hier in der Gasse geben, oder? Da hat jemand schon sein Mann. Wann kriegt der Schamane denn bitteschön sein Mount? Also, nicht Quatsch, sein... Ah, hier sind wir beim Lederer, sehr schön. Sein Wolf? Oder ist das ein Skill? Das ist doch kein Skill, Leute. Lederbearbeitung, Lederverarbeitung, Tuchenlederrüstungshändler.
Was ist es? Okay, ich bin noch nicht Stufe 22, deswegen darf ich mir hier nichts kaufen. Gut, dann können wir uns direkt nach Hause teleportieren. Oder täusche ich mich da jetzt gerade komplett? Hier, weil es gibt ja hier diese... Verringert die Zauberzeit eures Zaubers Geisterwolf um eine Sekunde. Nee, ab Level 40 kriegst du ja Reiten, Kloni. Das kann doch nicht sein, dass du erst ab Level 40 deinen Geisterwolf kriegst. Das wäre ja übel. Muss ich mal ganz kurz jetzt nachgucken. Der Schamane. Und der Schamane. Ghostwolf. Level 20. Okay, du kriegst auf Level 20. Das ist unser Ziel, Leute. Das ist unser Ziel, Level 20 zu erreichen. Und natürlich auch noch höher. Kraft und Ehre. Seid ihr jemals im Norden von Ashenvale gewesen? Oh, scheinbar noch nicht, nee. Das war diese getimed-Ding, die wollen wir auch mal noch nicht annehmen. Aber wir haben jetzt hier einiges, was wir machen können. Ihr seht, es ist halt richtig, richtig viel. Wir werden jetzt auch die hier killen können. Oh, Mancrick, stimmt. Dich haben wir ja abgebrochen, gell? Du hast sie fressen. Haben wir schon uns durchgelesen, müssen wir uns nicht nochmal durchlesen. Ah nee, das haben wir uns schon durchgelesen. Ja, nehmen wir beides einfach mit. Und dann haben wir jetzt hier noch Tonga Runtotem mit der brackigen Oase. Eure Entdeckungen sind erstaunlich. Die Samen, die ich euch gab, waren vertrocknet und tot. Was immer auch unter dieser Oase schlummert, kann aus dem Nichts Leben entstehen lassen. Wir müssen das genauer studieren. Eure Entdeckungen sind erstaunlich, Scroll. Diese Oase haben Eigenschaften, die von einer Quelle außerhalb stammen müssen. Oder vielleicht von einer inwärtigen. Ich muss wissen, auf welche Weise diese Felsspalten die Wildtiere beeinflussen, die vom Wasser der Oase trinken. Jagt Oasenschnappkiefer in der blühenden Oase und der brackigen Oase. Bringt mir ihre Schale, damit ich sie untersuchen kann. Natürlich. Das heißt also, wir haben noch mehr Quests hier unten. Gott, wir haben halt echt jetzt wirklich super, super viele Quests hier. Ich glaube, die Geomanten und Co. werden unser erstes Ziel sein, dass wir die einfach abgehakt haben. Entschuldigt bitte. Wie geht's denn so, Mann? Hey, Scroll, man hat mich nach Crossroad geschickt, damit ich über das Land wache und meinen Meistern Ogrimmar über eventuelle Vorkommnisse berichte. Eines meiner Studienobjekte sind die insektenartigen Kreaturen, die man im Süden auf dem Feld der Riesen findet. Wir wissen nur wenig über diese Kreaturen, also haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, mehr über sie zu erfahren. Sie scheinen intelligent zu sein, intelligenter als normale Tiere. Nehmt diese Grabgabel. Oh Gott, wie komme ich auf Hügel? Ach, deswegen. Diese Grabgabel und grabt ein paar ihrer Eier aus dem Hügel aus. Seid vorsichtig. Einmal aufgeschreckt, können sie euch angreifen. Oh, und mein Questlog ist natürlich voll. Pass auf, das können wir jetzt abbrechen. Das hätte ich in OG abgeben können, aber da hatte ich keine Lust drauf. Ich weiß aber nicht, ich glaube tatsächlich, die Quest müssen wir nachher machen. Weil es könnte gut sein, dass das eine Follow-Quest hat. So, warte mal, du warst noch Schmiedekunst, Leder- und Panzerrüstungshändler. Pass auf, wir gucken mal noch kurz, ob der in Crossroads hier uns was... Ah, guckt euch das an, Leute. Das sieht doch gut aus. Okay, vielleicht bin ich auch gar nicht so schlecht ausgerüstet, wie ich gedacht habe. Also ich glaube, den Gürtel gönne ich mir. Das sind 7 Kupfer, das kann ich definitiv hier... Das geht gut. Da habe ich keinen Schmerz damit. 55, 69, 60, 51, 30, 20 sind 10 Rüstungen. Kommt, die Schuhe nehmen wir uns auch noch mit. Okay, weil dann können wir nämlich sagen, hey, wir ziehen die Schuhe gleich mal an und können die hier wieder verkaufen. Wir ziehen den Gürtel gleich mal und können den hier wieder verkaufen. Sehr schön. Und dann können wir losgehen. Während ich mir kurz meine Nase putze, laufen wir hinten zu den Wurzeln.
Dankeschön, Sascha. Ich habe mich wieder vergessen zu entmuten. Ich muss natürlich erstmal noch gucken, dass ich auf meine Makros gucke. Und ich habe gesagt, die hier brauchen wir ja auch noch, wegen den Nieren. Brauchen die... Ne, die... Die Blutschmetterschwänze brauchen wir nicht mehr. Aber zum Thema Makros wollte ich nämlich noch kurz schauen. Den Charakter... Blitzschlagschild und Waffe des Felsbars. Jetzt ist halt die große Frage, wenn ich das jetzt drücke hier. Zack. Zack. 29. 29. Ja, nee, ich klone jetzt. Inzwischen bin ich nicht mehr muted. Ich habe mich entmutet, wo Sascha es mir gesagt hat. 29. Ja, okay, das müsste richtig sein. 93. Und das hier sind... Felsbarser 3. Okay, ist drauf. Weil das wäre ein bisschen unpraktisch gewesen, wenn ich da noch weiterhin diese falschen Sachen drauf hätte. Nehmen wir auch mit. Eine Wildrose. Sehr schön. Das sind die Grimhauer, das sind die falschen. Müssen noch ein Stückchen weiter nach Süden. Das ist, die Geomanten sind die, von denen ich für mein Feuertotem den Stein geholt habe, wenn ich es richtig weiß. Ja, okay, ich werde jetzt hier auf jeden Fall pullen. Ja, dieses Geräusch. Das wird mir niemals aus dem Kopf gehen. Halt, nein! Dammit, ich hatte keinen... Jetzt habe ich halt Feenfeuer auf mir wieder drauf. Wisst ihr, ich glaube halt wirklich, dass so ein Hunter echt Vorteile hat. Ich bin mir auch alternativ einfach nicht sicher. Ich glaube, ich mache mal echt eine Liste. Ich mache mal... Vielleicht wäre das eine ganz coole Videoidee. Eine... Was sind HC-Klassen, wo ich denke, dass sie ziemlich cool sein könnten? Tierlist. Einfach aus Spielerfahrung und HC-Erfahrung jetzt heraus. Und es kann natürlich sein, dass ich mich da komplett einfach täusche. Aber ich meine, das wäre ja nichts Neues oder Ungewöhnliches bei mir. Okay, die Zebras brauche ich nicht. Aber die Wildrose nehme ich definitiv mit. Ach, Fehlversuch. Eine Frechheit. Ich sehe auch gerade, dass die Eierjagd rot ist. Du bist ein Verteidiger, das ist schön. Weil mit dir können wir uns dann gleich anlegen. Er ist sogar nur Level 13. Wie angenehm ist das denn? Ja, mit denen möchte ich mich eigentlich nicht klopfen, wenn ich es nicht unbedingt muss. Ich glaube, hier hat jemand irgendwie so ein paar Geomanten und Verteidiger verprügelt. Ist ja das absolute Schlachtfeld hier. Don't do it. Oh. Ein abgenutztes Kriegsball. Schade, leider deutlich schlechter. Okay, der kann das leider so weit casten. So, jetzt komm mal ran hier. Richtig, du bleibst genau dort stehen. Eine Hose, die leider aus Stoff ist. Ich habe mir wieder nichts zu trinken gekauft. Oh Mann, hey. Hat auch echt so ein Held.
Wenn ich halt jedes Mal wieder mein Totem aufstellen muss, ist es halt einfach viel zu viel, weil es halt... Oh, oh. Okay, das war jetzt natürlich nicht ganz gewollt. Komm schon, bitte nimmt mir mal den Dude hier weg. Hier geht es echt beide auf die Ding drauf. Als ob du... Wahrscheinlich könnte ich es sogar echt schaffen, aber... Okay, ich mache einen Abflug, Leute. Ich habe keine Lust, dass mich irgendwie ein Ding hier wegnimmt. Aber dich nehme ich mit. Dich nehme ich mal kurz noch mit. Ja, ich habe halt gehofft, dass einer von den zwei, die dort standen, irgendwie den Caster wegnehmen. Aber die haben sich beide gesagt, hey, ich mach lieber die Kiste auf, anstatt irgendwie den Caster zu klauen. Ein bisschen schade ist, aber it is what it is. Und sobald wir die Quest hier fertig haben, müssen wir eh nochmal durchs Lager durch. Also werde ich da auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich mir nochmal Wasser kaufe. Das wäre definitiv die richtige Entscheidung, glaube ich. Jetzt finde ich Schuhe, wirklich. Okay, es sind aber Gott sei Dank nur Stoffschuhe. Was waren die Kiste, wo sie da hinten gelootet haben? War das die eine Quest, wo ich auch machen musste? Verteidiger der Grimhauer. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es gab doch irgendwie einen Dude, der da, wo man immer gucken musste, dass der spawnt. Aber ich glaube, das war nicht hier, gell? Das war nochmal eins, war da hinten. Krenik, Gattel, Gartenschnauzels, Hauer hier. Der ist irgendwo hier hinten, gell? Oh, das ist halt echt uncool. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde der richtig hart bekämpft. Oder stand er nicht hier hinten irgendwo? Mystiker. Wait, Mystiker brauche ich doch eh nicht. Verteidiger. Taure. Nee, das müsste noch ein Stück weiter hinten gewesen sein, oder? Nee, das ist doch hier. Ja, dann schauen wir doch mal, ob der vielleicht... Oh Gott. Ich winke einfach mal allen zu. Gucken wir mal, ob sie sich hier eine Linie aufgestellt haben oder ob wir das vielleicht hinbekommen sogar. Mal gespannt, wenn der jetzt wirklich spawnt, ob sie ihm den lassen oder ob sie den direkt killen dann. Ich glaube tatsächlich, dass das eine Quest ist, die ich nicht machen kann. Also das würde, ich würde wahrscheinlich hier, ah komm, wir schnappen uns erstmal hier die Mystiker. Ne, die Mystiker muss ich gar nicht töten, ich brauche die Geomanten. War er das? Was ist er eigentlich? Ach, er ist ein Jäger. Ich erkenne es jetzt erst, dass er ein Jäger ist. Ja gut, Leute, komm. Es muss nicht in jeder Folge irgendeine Stelle geben, wo ich erstmal eine halbe Stunde warten muss. Das kann ja auch nicht sein. Das ist ja auch nicht das, was ihr hier sehen wollt. Wartesimulator WoW, hä? Hey.
Den Verteidiger nehme ich auf jeden Fall noch mit, weil das nämlich der letzte ist, den wir brauchen. Vor allen Dingen, die Quest-Mobs haben ja hier in Classic halt einfach diese 5 Minuten Respawn-Zeit, 5 bis 10 Minuten. Alter, also... Da weiß ich ja jetzt auch nicht, ob das so geil ist. Nicht in ihn reinrennen. Dankeschön. Geomant. Ja, leider aber schon gepult. Habe ich sonst hier hinten irgendwas zu tun gehabt? Naja, wir hätten nach Ratchet runterlaufen können. Dort noch ein paar Quests annehmen. Ich glaube, ich muss es irgendwann mal diese Quests hier machen mit den Rares, wenn es früh am Morgen ist oder sowas. Und vielleicht kein Feiertag. Ich habe mir überlegt, ob ich Montag früh irgendwie kurz mal das mache, aber ich geht halt auch schlecht. Du bist ein Geomant, du gehörst mir. Es geht halt auch schlecht, leider. Weil an Feiertagen werden die Leute auch zocken. Oder mitten in der Nacht am besten. Hier sind halt nur Verteidiger gerade unterwegs. Ist ja schlimm. Okay, Leute, was machen wir? Was ist der Deal? Also hier hinten gibt es hier jemanden... Wait, hast du Probleme? Nö, du hast keine Probleme. Nein, der wurde schon gepult, weil ich auf den Tauren geachtet habe, weil ich Angst hatte, dass er stirbt. Ah. Wir kümmern uns um Echiyaki. Diesen großen, bösen Löwe, den wir töten müssen. Versuchen nebenher die Ebenenschreiter Nieren zu bekommen. Nice. Ich weiß noch, vor 3 bis 5 Folgen, nee, ja, ein bisschen länger her, vielleicht 6, 7 Folgen oder sowas, bin ich das erste Mal ins Brachland gegangen. Und damals war es halt echt nicht ganz so cool. Da habe ich wirklich Respekt gehabt vor fast jedem von den Viechern, die hier rumrennen. Aber inzwischen ist es halt, also vor allen Dingen vor den Zebras. Ach, guck mal hier, er tötet ihn gerade. Hier liegen halt so viele von dem seinen Leichen rum. So, genau, weil hier ist nämlich auch sein Unterschlupf. Und dann können wir hier nämlich mal ganz kurz ihn beschwören. Bitte lass... Oh, meine Totems doch stehen hier. Kollege. Und damit haben wir ihn auch. Ich brauche auch noch von den Savannenstreunern hier ein paar Hauer. Also die sollten hier auch relativ einfach zu besorgen sein. Warum kriegt man die Quest halt eigentlich nicht gleichzeitig? Weil die musste ja auch noch extern töten. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, ob das ein PvP-Server ist oder nicht. Also es ist auf jeden Fall ein RP-Server. Kann ich das irgendwo schauen spontan? Ich müsste nachher mal in die Serverliste kurz reinschauen. Aber prinzipiell, falls es ein PvP-Server sein sollte, ja. Kann ein Allianzler herkommen und kann mich mal kurz umballern, wenn er will. Es kann auch ein Hordler herkommen und mich kurzerhand mal umballern.
Weil es ja damals noch so komisches Chaining gab von der Agro. Also wenn jemand irgendwie was gepullt hat und dann sich geflüchtet ist durch dich durch und vielleicht gestorben ist oder sowas, dann konntest du die Agro haben, Agro bekommen und dann irgendwie dran sterben. War ziemlich übel. Aber Gott sei Dank haben sie ja gesagt inzwischen, dass Griefing nicht mehr als Ende der HC-Challenge zählt. Dadurch, dass halt wirklich immer mehr Streamer und andere Leute wirklich affektiv gegrieft wurden, haben sie halt echt gesagt, nee, so machen wir das nicht, sonst verdirbt es den Zuschauern wie auch den Spielenden so den Spaß. Das Griefing einfach, wenn du wirklich gezeigt hast, dass du gegrieft wurdest, dass halt die Leute wirklich zu dir aktiv hergelaufen sind mit zu großen Mobgruppen oder sonst irgendwie was, dann bist du davon raus. Du darfst dann deinen Charakter wirklich nochmal ins Spiel zurückbringen. Genauso irgendwelche Bugs oder so. Ich habe Videos gesehen. Also das ist halt wirklich lustig, wenn man sich teilweise anguckt. Der Charge von dem Krieger war halt damals auch noch nicht so optimal, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn du dann halt während dem Charge oder kurz nach dem Charge irgendwie durch den Boden fällst oder sowas, kann das halt schon mal einen ziemlich nerven. Wir müssen außerdem mal schauen, wenn ich es richtig weiß, muss ich jetzt bald in den Flammenschlund gehen. Weil Flammenschlund darf ich ja nur bis Level 18 machen. Und ich möchte auf jeden Fall Instanzen machen. Aber nach Möglichkeit natürlich nicht als Heiler. Weil ich will nicht verschuldet sein, dass ich hier irgendwie einen Tod auf meiner Liste stehen habe. Inventar ist voll. No. Ja, okay, wir laufen mal ganz kurz zurück. Ich brauche ja sowieso ein bisschen Wasser. Wir haben die erste Quest hier zum Abgeben. Gott, ich habe halt hier wirklich viel zu tun im Brachland. Und dann habe ich noch nicht mal in Booty Bay angefangen, irgendwelche Sachen anzunehmen. Ah nein, Ratchet ist natürlich... Booty Bay ist doch hier unten. In Tanaris, oder? Nee, Quatsch. Booty Bay ist hier unten. Schlingdorntal. Oder täusche ich mich gerade komplett? Der Charge war früher besser als heute. Hey Mio, schön, dass du da bist. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Du weißt, ich bin kein Krieger-Main. Ich weiß ja, dass du, wenn ich es richtig weiß, konntest du früher den Charge halt einsetzen, um halt auch auf Viecher zu chargen, während du in der Luft bist oder sowas. Das heißt, du springst irgendwo runter und chargst auf die Leute zu. Das habe ich auch super gerne gemacht. Ob es natürlich immer der beste und sinnvollste Weg ist, ist halt die andere Frage. Ich brauche auch noch ein Donnerechsenhorn. Das kriege ich so. Oh nein, das muss ich hier holen, gell? Nee. Ja, die Löwenhauer? Wo kriege ich denn das Donnerechsenhorn her? Nice, fehlt mir nur noch eine Niere. Ja, okay, das kann gut sein, aber ich meine halt wegen der Wegfindung, weißt du? Und da würde ich mal behaupten, sind sie jetzt doch schon ein paar Schritte weiter als damals. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass Blizzard das irgendwie selbst noch nicht so ganz gecheckt hat, dass sie eigentlich jetzt schon bessere Technik haben sollten als früher. Okay, dann hätte ich gesagt, wir gehen zu den Schnapptierschalen. Das sollte ja auch kein Problem sein. Oh, wir könnten auch hier rüber gehen.
in, wo ist es, 21, 18, 19. Ah. Die Quests sind halt alle noch ein bisschen hoch, finde ich. Ich will eigentlich am besten Quests machen, die auf meinem Level ungefähr sind. Um so wenig wie möglich zu riskieren. Oh nice, von denen kann ich das auch bekommen? Okay. Ich gedacht, von denen kriege ich die Hauer gar nicht mehr. Ja super, aber dann kann ich hier mal kurz ein paar pullen. Machen wir nämlich mal so. Und so. Dann machen wir so. Und so. Und dann müsste theoretisch... Oh nein, ich hätte... Hier wäre jetzt ein richtig guter Moment mal gewesen, um das Feuernova-Totem einzusetzen. Das hatte ich nämlich noch nie eingesetzt eigentlich. Actually nicht wenig Damage. Sollte ich vielleicht häufiger in AOE-Momenten einsetzen. Es ist halt einfach so schade. Ich glaube, wenn es einen Server geben würde, wo du HC mit Traden oder sowas hättest, dann wäre sowas hier halt richtig gut. Aber man muss natürlich sagen, dass es allgemein trotzdem eine extreme negative Auswirkung auf die Economy hätte. Weil alleine dieses von wegen, hey, du kannst dir immer die beste Rüstung kaufen für das jeweilige Level, wenn du genug Gold hast und so, es wäre halt dann auch nicht ganz so geil, wenn wir mal ehrlich sind. 12 Rüstung habe ich hier, das Wogenherz habe ich abgegeben, Sinnes Wolffleisch kann weg, das sind meine Alchemie-Sachen hier, den Balken muss ich gleich abgeben. Mein Inventar ist halt so voll, Leute. Die muss ich auch abgeben. Kann ich wegmachen. Kann ich auch wegmachen. Auch weg. Weg, weg. Das kann auch mal weg. Ja, ich habe halt immer noch so viele Silberblätter irgendwie rumliegen. Ich glaube, den Trank verkaufe ich auch, wenn ich ehrlich bin. Auch einmal die normalen Tränke. Und dann kaufe ich mir einmal Melonensaft. Oder wie viel habe ich? 400? Nee, ich brauche Melonensaft noch gar nicht. 486. Ja, guck mal, da reicht mir doch Milch. Gute Milch, Leute. Nehmen wir mal 20 mit. Dann können wir uns fürs nächste Mal Melonensaft kaufen. So, und dann gehen wir jetzt hier noch abschließend die Quest ab. Seid gegrüßt. Die große Katze ruft euch, Skrull. Ihr habt Ichiyaki geschlagen und obwohl seine Tage als Jäger vorbei sind, ist sein Geist mit euch. Er wird euch die Kraft zeigen, die im Feingefühl liegt und welche eure Gnade birgt. Okay. Euer Weg ist immer noch lang, Schamane. Hoffen wir, dass ihr ihn gut bestreitet. Tja, Skrull, habe ich einen Effekt gerade gekriegt? Ah ne, nur Rufverbesserung. Tja, Skrull, die Jagd wird schwieriger. Jetzt müsst ihr eure Beute besiegen und dann euren Weg zum Unterschlupf finden. Jagt die Bluthorn-Raptoren. Ich war gerade irgendwie bei Bluthorn-Raptoren im Süden. Erledigt sie und nehmt euch die Federn, die sie tragen. Legt die Federn in die Sensenklauennester südwestlich der brackigen Oase. Zeigt ihren Brüdern, dass ihr sie nicht fürchtet. Genau, weil jetzt können wir nämlich runter zu den Oasen. Es wird halt hier immer voller in den Weg. Aber, liebe Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.